Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Ja, die Zeiten, wo der SC Paderborn mit der Mannschaft und den Trainern ins Trainingslager gefahren sind, ist recht längst vorbei. Mittlerweile sind es fast 50 Leute, die hier angereist sind für den Verein. Darunter auch eine Marketingabteilung. Bei mir ist Nele Rickers, die Leiterin Marketing des SC Paderborn. Wie viele aus deiner Abteilung sind denn jetzt hier? Wir sind insgesamt 5 Personen, die jetzt das Ganze hier begleiten. Und wir haben uns vorgenommen, nachdem wir in der USA sehr erfolgreich damit waren, uns auch vor Ort einzubinden in verschiedene Aktionen, dass wir das auch bei Trainingslagern in der Sommervorbereitung machen. Und dementsprechend sind wir mit dabei. Du hast es angesprochen, es gibt einige Aktionen. Welche sind das genau? Also wir haben gestern Vereine hier eingeladen für das erste Training. Wir hatten insgesamt 60 Kinder dort aus den Vereinen, wo wir zu Gast sind. Die haben sich gefreut, zugucken zu dürfen, durften anschließend noch Autogramme holen und viele Fotos machen. Heute Morgen waren wir jetzt in einer Schule. Die haben ihren letzten Ferientag heute und bevor sie die Zeugnisse jetzt bekommen, haben sie nochmal unser Maskottchen getroffen, durften uns ganz viele Fragen stellen, haben auch von uns kleine Geschenke erhalten, durften Autogramme bekommen. Genau, ansonsten machen wir noch die nächsten Tage aktive Einheiten. Wir haben also auch unser Projekt Bundesliga bewegt dabei. Wir werden Fußballcamps anbieten an 2 Tagen für Kinder zwischen 8 und 12, wo wir aktiv in Bewegung kommen. Und vielleicht schaut auch da noch der eine oder andere Profi vorbei, wenn das passend ist mit dem Trainingsplan. Das ist erstmal der Ablauf. Wie ist so die Resonanz von den Vereinen und den Kindern? Und was verspricht sich der Verein davon? Die Resonanz ist sehr gut. Sie sind wirklich alle sehr froh, insbesondere die Vereine, die wir hier eingeladen haben. Es gab schon mehrere Profimannschaften, die hier hingereist sind. Und viele haben versucht, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das war wohl aber teilweise schwierig. Wir haben das ganz bewusst gemacht, um Verbindung aufzubauen. Mittlerweile sind wir ja auch überregional ein bisschen bekannter, sodass wir auch uns anders präsentieren wollen. Es ist ein großes Interesse da an den Spielern, an der Bundesliga. Die ist in Österreich ja auch sehr beliebt. Von daher wird es gut angenommen. Vielen Dank.